Meme-Container. Das kann man saufen! Was ist das überhaupt? Und warum stinkt das noch Scheiße? Wenn ich hier das sehe, so ein Knäuel Fischernetze, Alter. Die getrocknet, wie so ein Bett. Wenn das erhöht ist. Mal gucken, was das wird. Das wird heute auf jeden Fall noch nicht von mir angegangen erledigt. Aber wir haben ja die nächsten Tage genug Zeit. Scheiße! Oh, wo sind die Palmen? Das ist keine einzige Palme! Keine einzige Palme, das ist nicht! Der Rhythmus von dem Blatt ist unglaublich. This is the rhythm of the night. The night. Aufregende erste Stunden. Ganz krass. Ganz krass. Und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage noch. Was kommen noch für Gefühle? Was wird passieren? Weil Stöcke, die geben ja nicht so nach. Aber hier? Oh. Seht ihr das? Das ist schön. Das ist wie so eine. Das ist eigentlich ein Boxspringbett. Kann man sagen, oder? Es ist eine Art Survival Bushcraft Boxspringbett. Herrlich, guckt euch das an. Mensch. Auch nochmal auf der Seite testen, ist auch wichtig. Als auch gerne mal so in diese Embryonalstellung gehen. Naja. Oh mein Gott. Die ersten Bewegungen sind übrigens auch schon da. Kleine Hautlappen fehlen. Überall die ersten Moskitos, die mich gestochen haben. Hey, what the fuck is this? 10 Meter Schlange oder was? Boah, scheiße, ich helfe mir. Ja, da hätte er rausgeschlafen, naja. Oh Mann, ey. Das kannst du halt auch vorher nicht üben. Das ist klar, ne? Wo wolltest du sowas vorher lernen? Das kann man nicht lernen. Ich komm gleich noch. Gut schlafen. Gut. Linse ist sehr schmantig durch das ganze Salz überall. Und ab, mein Junge. Geh. Run. Ja, kannst gehen. Was willst du noch? Oh! 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 Richtiger Dschungel hier, geil, geil, geil. Einen wunderschönen guten Morgen! Wie geht's euch, Freunde? Ich hab richtig gut gepennt. Ist ja richtig gut hier noch. Puh! Das war ekelhaft. Es ist krass. Ey, du kriegst sofort, Alter. Vital, vitalisieren. Eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist es auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Langsam komme ich back ins Life. Ey, ihr denkt, ich verarsche euch, ne? Das war übel. Das war der Tod. Ich bin komplett gelassen. Wenn ich jetzt nur eine Flasche Wasser hätte. Neugeboren, newborn. Ich habe angefangen zu trinken. In kleinen Stücken, in größeren. Und ich merke genau gar nichts. Ich muss ganz normal auf Toilette gehen. Nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es passt. Vielleicht passt es auch nur bis morgen, ich weiß es nicht. Aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken. Was haben wir schon drauf? Ja, fuck, ey. Fuck, Alter. Oh, nee, was ist denn das? Oh, nee, Alter. Du bist sofort tot, wenn du diese Frucht isst, bist du sofort tot. Wenn du die Rinde berührst, frisst sie sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Gurgel. Mir geht's echt gut. Ich frag mich, wie es den anderen geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich den anderen
ja, auch gut geht. Geil, Alter, ein Ball! Ich hab mir ultra einen Ball gewünscht, einfach. Stinkt modrig. Das kann man saufen! Später. Kostet zu viel Kraft. Ich schwitze jetzt schon wieder. Ich als alter Höhlenforscher fummel natürlich hier in dem Loch ein bisschen rum. Oh, jetzt. Mm. Geil, der Profi, Digga. Oh, fuck. Die Konsistenz. Du Drecksau! Ich bin komplett nass. Die ist komplett am Arsch. Die ist komplett am Arsch. Ne. PUV, sie lässt dich endlich ran. Ich guck richtig. Da vorne ist eine Palme, eine ganz kleine. Also da sind Kokosnüsse dran, aber nur ganz, ganz kleine. Die sind vielleicht so groß wie, weiß ich nicht, nicht mal ein Apfel. Wir wollen ja ein bisschen die Herausforderung. Also weiter rein in die Mangroven. Alter! Das ist perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Wasser. Süßwasser! Süßwasser! Ach, das war's. Fuck! Ja, das ist für mich. Der Chatbot. Das heißt für mich jetzt, auch wenn es nicht regnet, habe ich genügend Wasser und ich kann die 7 Tage irgendwie schaffen. Ich muss nichts essen. Darf mich nicht verletzen. Kein Rotis auf mich fressen. Skorpion, Schlangen, Spinnen, alles nicht. Aber es wäre prinzipiell, es ist jetzt schon mal super.